Hallo Kackbratzen. Ach ja, die guten alten Zeiten. Erinnert ihr euch noch an die Welle von Teenie-Horrorfilmen, die Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre die Kinos überfluteten? Sie waren jetzt nicht wirklich die Krone der Schöpfung, aber trotz der leichten Kost waren sie das perfekte Popcorn-Kino-Erlebnis, mit teilweise ziemlich blutigen Szenen und absurd bei den Haaren herbeigezogenen Geschichten. Und wo es Filme gibt, da sind Spiele nicht weit entfernt. Los, erzähl schon! Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen, wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Eines der besten Teenie-Survival-Horror-Spiele war das im Jahr 2004 für die PS2, DOS und Xbox veröffentlichte und von Hydra Vision Entertainment entwickelte Obscure. Das Spiel verfrachtet uns ebenfalls ins Jahr 2004, wo wir in der Leafmore High School auf eine Teenie-Film-typische Gruppe treffen. Und schon das Intro des Spiels ist quasi eine Blaupause des damals so beliebten Filmgenres. Im Hintergrund knattert der Titelsong Still Waiting, gespielt von Sum 41, den ich hier aus copyright-rechtlichen Gründen nicht vorspielen kann, ohne dass das Video einen Strike erhält. Man fühlt sich so knallhart an Filme wie The Faculty erinnert, dass man sich fragt, wie zur Hölle es sein kann, dass seither verfickte 20 Jahre vergangen sind. So. Wenn ihr jetzt eure Tränen weggewischt und eure grauen Haare gezählt habt, können wir weitermachen. Das Intro präsentiert uns auch gleich die Hauptcharaktere des Spiels, deren Rolle wir im Verlauf auch übernehmen können. Alle Charaktere sind natürlich die typischen Stereotypen eines jeden Teenie-Horrorfilms. Gleich zu Beginn machen wir Bekanntschaft mit Josh, dem Nerd der Gruppe, der noch einen Artikel für die Schülerzeitung über unseren Sportlertypen Kenny fertig machen muss. Auf der Zuschauertribüne sehen wir Shannon, die Schwester unseres Sportlers. Sie geraten in einen Streit und so beschließt Kenny, die Nacht bei seiner heißen Flamme Ashley zu verbringen, die übrigens gleichzeitig die Freundin von Shannon ist. Weißt du, wie spät es ist? Du wolltest doch heute früher nach Hause kommen. Das habe ich Mom und Dad gesagt, nicht dir. Es ist immer dasselbe mit dir. Ich weiß, wieso du nicht nach Hause willst. Die Eltern der beiden Streithähne sind gerade nicht in der Stadt und so ist natürlich der Streit ein guter Vorwand, seine Schwester alleine zu lassen und das Bett ihrer besten Freundin zu wärmen. Als Kenny nach dem Training nach Hause geht, fällt ihm allerdings sehr spät ein, dass er seine Sporttasche vergessen hat. Hey, was? Wo ist meine Tasche? Vermutlich, weil ihm das Blut aufgrund der bevorstehenden Nacht aus dem Hirn direkt in eine andere Körperregion geflossen ist. Bei seiner Suche landet er in einem Keller eines alten Herrenhauses und dieser Ausflug sollte vielleicht der letzte in seinem Leben gewesen sein, denn das kalte, feuchte Gewölbe ist Schauplatz eines der wildesten Experimente, die wir je in einem Horrorspiel gesehen haben. Nein! Denn seit langer Zeit werden hier einigen Schülern Sporen seltener Pflanzen verabreicht, um sie in wilde Mutanten zu verwandeln. Allerdings ist der wahre Grund für diese Experimente ein anderer. Nicht das Erschaffen von Mutanten ist das Ziel, sondern die Schaffung eines Elixiers, um Unsterblichkeit zu erreichen. Es bleibt natürlich eine Frage, warum die Sache nicht schon eher aufgefallen ist, aber das soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Ja, das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Solltet ihr vorhin das Gesicht des Rektors Herbert gesehen haben, habt ihr vielleicht schon eine vage Vermutung, wer nun hinter diesen Experimenten stecken könnte. Falls ihr euch den Spaß nicht verderben lassen wollt, solltet ihr einen Moment lang die Lauscher zu halten. Unsere Teenie-Freunde kommen jedenfalls langsam der Verschwörung auf die Schliche und finden heraus, dass nicht nur der schrullige Rektor und die Schulschwester Lisbeth hinter der Sache stecken, sondern dass beide schon weit über 100 Jahre auf dem Buckel haben. Während des Spiels werden unsere Helden ebenfalls den Sporen der seltenen Pflanze ausgesetzt, sind aber mit ihrem Schicksal nicht alleine. Ein weiterer Lehrer namens Walden ist ebenfalls infiziert und sucht vergeblich nach einem Gegenmittel. Allerdings tötet der Lehrer bei einem Handgemenge den Rektor. Aus plottechnischen Gründen gibt es noch einen Zwillingsbruder des Rektors, der natürlich nicht sehr erfreut über den Tod des Bruders ist. Unsere Helden haben es nun mit einer wahren Ausgeburt der Hölle zu tun und müssen nicht nur selbst sich mit dem Gegenmittel versorgen, sondern müssen auch bitter um ihr Überleben kämpfen. Dies führt übrigens zu zwei verschiedenen Spielausgängen, je nachdem, ob nun alle Schüler überleben oder einer von ihnen ins Gras beißen wird. Wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Am nächsten Morgen bleibt jedenfalls das Verschwinden unseres Sportlertypen natürlich nicht unbemerkt und so beschließen die drei verbliebenen Freunde Shannon, Ashley und unser Nerd Josh, sich auf die Suche nach Kenny zu begeben. Und somit beginnt das wohl seltsamste Teenie-Horrorspiel, das ihr vermutlich je gespielt habt. Denn Obscure ist nicht euer typisches Survival-Horrorspiel.
Man erhält zwar die gewohnte Mischung aus Körperhorror, eine Menge Blut und viele ziemlich schreckliche Monster. Da wir uns aber in einem Teenie-Horrorfilm befinden, gibt es auch eine gute Portion Humor. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab! Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Sollten euch die typischen Horrorspiele nicht so direkt gefallen, weil ihr vielleicht kleine Hosenscheißer seid, könnte der zahme Aufbau von Obscure also genau das Richtige für euch sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch ziemlich ekelerregende Momente gibt, vor allem was einige Kreaturen betreffen, die eher aus einem Lovecraft-Film stammen könnten, aber insgesamt ist das Spiel nicht wirklich furchteinflößend. Trotzdem verzichtet man nicht auf den klassischen Survival-Horror. Aber es ist eben alles viel entspannter und ihr müsst also keine Angst vor fürchterlichen Albträumen und feuchten Unterhosen haben. Was zum Teufel ist hier los? Ja, mir tut's langsam leid, dass ich hier bin. Und dann gibt es noch ein weiteres Element, das euch sprichwörtlich bei der Hand nimmt und die Angst auf einem verträglichen Level hält. Grundsätzlich lässt sich das Spiel mit einem Freund zusammen im kooperativen Modus spielen. Und es ist sogar möglich, dass euer Partner zu jeder Zeit im Spiel die Rolle des Support-Charakters übernehmen kann. Wer keine echten Freunde hat, kann das Spiel immerhin noch zusammen mit einem KI-Partner spielen und erstaunlicherweise haben eure künstlichen Partner endlich mal etwas mehr Hirn als nur 3 Meter Feldweg. Die KI hilft einem tatsächlich zu jeder Zeit aus der Patsche und auch im Gefecht verschwenden sie keine Munition. Allein dafür hat das Spiel schon einen Orden verdient. Die 4 verfügbaren Charaktere unterscheiden sich nicht nur durch ihr Äußeres, sie spielen sich auch komplett anders. Die Cheerleaderin Ashley kann erstaunlich gut mit Waffen umgehen und richtet damit sogar mehr Schaden an als ihre Freunde. Shannon hat nicht nur scharfe Schlüpfer, sondern auch einen scharfen Verstand. Sie gibt Rätseltipps und ist quasi auch die Heilerin im Spiel. Ihr Bruder Kenny hingegen ist eigentlich nur gut im Laufen. Als Sportler scheint er sonst keine anderen Talente zu haben. Josh, der Nerd im Team, ist vielleicht der nützlichste Charakter von allen. Wie ein Bluthund findet er auch ein jedes noch so gut versteckte Item und sagt einem generell, wo es in der Story lang geht, sollte man sich mal wieder in einer Sackgasse befinden. Ein Teenie-Horrorfilm wäre natürlich nichts ohne einen Bilderbuchkiffer. Stanley dröhnt sich aber nicht nur mächtig seine Birne voll, sondern ist auch der Hacker im Team. Dank ihm lässt sich auch noch jede verschlossene Tür öffnen. Es gibt zwar theoretisch mit Dan noch einen weiteren spielbaren Charakter, da er aber die Lebenserwartung einer Eintagsfliege hat, solltet ihr jedoch nicht allzu enge Bindungen mit ihm knüpfen. Wir suchen Kenny. Sie wissen nicht, wo er ist, oder? Kenny? Kenny? Oh, noch einer. Noch einer was? Kenny. Herbert? Herbert? Womit habe ich das verdient? Da es verschiedene Charakter gibt, steigert dies auch den Wiederspielwert, denn es kann durchaus interessant sein, verschiedene Szenarien mit einer anderen Kombination von Charakteren nachzuspielen. Josh? Nein! Josh! Sollte ein Charakter sterben, ist das jetzt kein großer Beinbruch, da das Spiel mit einem Ersatzspieler weitergeht, aber ihr solltet trotzdem höllisch auf das Leben eines jeden Acht geben. Außer ihr seid absolute Psychopathen. Mal davon abgesehen, dass jedes Leben wertvoll ist, solltet ihr aber wegen eines anderen Aspekts auf das Wohlbefinden eurer kleinen Freunde achten. Alle Charaktere haben einen gemeinsamen Gegenstandspool und verfügen über eigene Waffen. Aber sollte ein Charakter sterben, verliert man all seine Gegenstände. Nein, ihr könnt also nicht einfach die Leichen eurer gefallenen Freunde looten. Was seid ihr bloß für ein unsensibles Pack von Leichenfledderer? Das Leveldesign ist eine schöne Mischung aus klassischen festen Pfaden, die gelegentlich mit einer pseudo-offenen Weltdings aufgelockert werden. Das gesamte Spiel ist auf einem kleinen bis mittelgroßen Schulcampus angesiedelt. Und während sich Teile davon mit zunehmendem Fortschritt öffnen, steht es euch aber trotzdem frei, zu früheren Bereichen zurückzukehren, um diese auf eigene Faust nochmals zu erkunden. Natürlich gibt es für ein Survival-Horror-Spiel die klassischen Kameraperspektiven, die ein wenig an Silent Hill erinnern. Die sind vielleicht beim ersten Mal etwas ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich daran. Das gleiche gilt auch für die damals komplett neuartige Steuerung, die eine Abkehr der berühmt-berüchtigten Panzersteuerung war. Aber im Grunde bietet Obscure dieselben Spielmechaniken wie alle anderen Horrorspiele. Man läuft durch die Gegend und sucht nach Gegenständen, löst gelegentlich ein paar Rätsel und flieht vor Monstern. Die Rätsel des Spiels sind größtenteils relativ einfach und unkompliziert und es gibt auch nur sehr wenige Rätsel, die mehr als 5 aktive Gehirnzellen erfordern. Für jemanden, der die bescheuerte Natur von absurd unlogischen Rätseln in Horrorspielen hasst, ist Obscure quasi schon fast der heilige Gral. Hey, Miss Wilson. Aber du bist infiziert. Das war Friedman, der Mistka. Herbert, du bist zu weit gegangen. Im Spiel wird man auch eine Gesundheitsanzeige vergeblich suchen. Stattdessen klammern sich eure Charaktere an den Bauch und humpeln herum, wenn sie verletzt sind. Ganz nett ist aber, dass es in Obscure ein relativ umfangreiches Crafting-System gibt. Wer dieses System optimal nutzt, wird keine Schwierigkeiten haben, am Leben zu bleiben.
Wer aber absolut kein Talent hat und seit dem Kindergarten nicht über eine kindersichere bunte Bastelschere hinausgekommen ist, sollte wenigstens seine Taschenlampe an seine Waffe kleben. Das sollte auch noch jeder hinbekommen, auch jene, die damals Bastelkleber auf ihr Pausenbrot geschmiert haben, denn die Taschenlampe ist verdammt wichtig. Nicht nur, um etwas mehr Licht ins Dunkle zu bekommen. Der Kampf erinnert ein wenig an Alone in the Dark, The New Nightmare. Monster lassen sich nicht nur durch Kugeln der Waffen verletzen, sondern eben auch durch Licht, das praktischerweise aus eurer Taschenlampe fließt. Man kann sogar vernagelte Fenster öffnen, um so mehr Licht in dunkle Räume zu bringen, was bei den grässlichen Monstern zu einem Schadensbonus führt, was spieltechnisch eine relativ nette Idee ist. Aber woher kommt dieser Luftzug? Es scheint so, als gäbe es bei Obscure absolut keinen wirklichen Makel. Auch die Grafik und der Sound sind großartig. Es funktioniert! Auch wenn es einige Texturen gibt, die so fein wie Schmirgelpapier sind und einige Animationen ein wenig steif wirken, macht das Spiel aber optisch eine absolut fantastische Figur. Vor allem was das Monsterdesign und das Spiel mit Licht und Schatten betrifft. Was ebenfalls erstaunlich war, ist die Sprachausgabe. Und hier, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster! Ist voll die Hölle! Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Natürlich spart man nicht mit extrem käsigen Dialogen, aber zumindest war die Qualität der Stimmen nicht wie so oft ein kompletter Griff ins Klo. Die Soundeffekte und die Musik sind jedoch das kraftvollste Element der Präsentation und sorgen in Kombination mit der größtenteils dunklen Atmosphäre und den effektiven Kamerawinkeln dafür, dass alles absolut gruselig erscheint, trotz des etwas heiteren Teenie-Horror-Untertons. Und das genau ist der springende Punkt des Spiels. Man darf sich absolut nicht von der Teenie-Horror-Romantik täuschen lassen. Unter der Haube hat man ein vollwertiges Survival-Horror-Spiel, das vielleicht nicht so entsetzlich gruselig ist wie seine Mitstreiter, aber man erhält trotzdem eine ordentliche Portion Horror. Ja, ich fühle mich toll. Es wirkt stellenweise sehr hektisch und vom Aufbau insgesamt realistischer als ein Resident Evil, auch wenn man in beiden Spielen jetzt nicht wirklich von Realismus sprechen darf. Was das Spiel auch so besonders gut macht, ist eben die Tatsache, dass sich je nach Charakterkombination jedes Mal ein anderer Geschmack entfaltet und dass man dann noch rein theoretisch die Story auch noch zusammen mit einem Freund erleben kann, macht Obscure wirklich zu einer einzigartigen Perle im Survival-Horror-Genre. Es ist vielleicht kein perfektes Spiel, aber der beste spielbare Teenie-Horror-Film aller Zeiten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.